Disclaimer: Wer den Titel dieses Videos ernst nimmt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Der Slaymaster hat mir etwas Furchtbares mitgeteilt. Er schreibt nämlich, mein Religionslehrer glaubt nicht an den Ergebismus. Wie kann ich ihn überzeugen? Mein Sohn, das ist eigentlich ganz einfach. Zeig ihm doch mal ganz schnell das hier. Und ihr wisst ja, unsere Religion ist mehr als Eye Candy. Sie bringt die besten Dichter und Denker hervor, so auch der Rabbit Eye Finn. Wo bleiben die Besten, die Dichter und Denker? In meinem Gehirn gibt's sonst bald einen Schlenker. Doch da hat jemand was gegen. Auf all meinen Wegen begleitet mich mein RGB, ob ich nun sitz oder steh. Es leuchtet rot, grün und blau. Ist doch viel besser als ein PC, bloß in grau. Stopp. Die Passage muss ich nochmal verbessern. Es leuchtet rot, grün und blau. Ist doch viel besser als eine nackte Frau. Indem ich Kreativeckes Videos schau. Denkt an meine Worte, ob Tag oder Nacht. Denkt daran, dass der RGB-Gott über euch wacht. Drum kauft es euch besser, denn RGB sieht schärfer aus als ein Messer. Ich hoffe, euch gefiel's wie der Sieg eines coolen Spiels. Nun wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Vielleicht bis zum nächsten Mal, wenn ich den RGB-RAM jag. Mamma mia, bravissimo, bravissimo. Was denken nur Leute, die zum ersten Mal auf diesen Kanal schauen? Ich meine, ihr wisst, was freitags abgeht, nämlich der Cringe am Freitag, heute in der 134. Folge. Und ihr wisst, was zu tun ist. Stellt mir jetzt schon mal Fragen für die nächste Folge Kreative Fragen und wir machen gleich direkt weiter. Simon Tiedemann fragt, was hältst du von dem neuen Gaming-PC von Rezo? Da bleibt mir ja eigentlich nur eins zu sagen. Hey Rezo, du alter Zerstörer. Ich meine, du hast die CDU zerstört und ich zerstöre jetzt deinen Gaming-PC. Und alles, was ich dafür brauche, ist ein 20-Euro-Netzteil von AliExpress. Nee, aber jetzt mal Spaß beiseite. Ich feier Rezo. Rezo ist ein absolut cooler Typ. Er vertritt sehr, sehr stronge, starke, gute Meinungen. Und vor allem, er hat auch einen echt guten Musikgeschmack. Und ich habe mich ehrlicherweise auch gewundert, warum so viele Anfragen von euch gekommen sind. Wie findest du Rezos neuen Gaming-PC? Denn ich habe kein Video gefunden und auch kein VOD auf Twitch, weil das VOD irgendwie anscheinend nicht mehr verfügbar ist. Aber man kann sich Rezos Gaming-PC angucken bei seinem Partner, beziehungsweise wahrscheinlich bei denen, die den Gaming-PC für ihn zusammengebaut haben. Und das ist Hightech-Gamer, die scheinbar jetzt Hightech4Gamers heißen. Und ich habe gedacht, der gute Gerät können wir uns mal anschauen. Vorab muss man, glaube ich, im Hinterkopf behalten, dass Rezo natürlich primär mit seinem Gaming-PC streamt. Und für einen Streaming-PC hat man nochmal besondere Anforderungen. Seine CPU ist daher der Ryzen 9 5950X und eigentlich meiner Meinung nach auch eine sehr, sehr gute Wahl für Streaming, gerade wenn man über CPU rausgeht, aber nicht nur für Streaming, sondern auch Video-Editing, weil die CPU eben recht viele Kerne und Threads besitzt, zumindest wenn das Programm, mit dem man schneidet, das Ganze unterstützt, denn die meisten Programme sind leider noch nicht AMD-optimiert. Und da Rezo einen für ihn modifizierten Extreme-Zocker-PC Diablo V27, was ein wirklich cringiger Name ist, benutzt, können wir jetzt nur mutmaßen, was er wirklich verbaut hat. Ich orientiere mich jetzt hier an der Konfiguration. Auf dem Bild von Rezos Gaming PC ist aber auch ein ganz anderes Case zu sehen. Das Schmutterbrett, was er benutzt, ist ein MSI MEG X570 Unify und tatsächlich ist es auch eines der besseren MSI-Boards. Gerade diese MEG-Reihe ist eigentlich gar nicht schlecht. Was mich aber an X570 immer richtig hart abnervt, ist der aktive Chipsatzkühler. Also dieser kleine Lüfter, der auch enorm laut werden kann und das würde mich enorm stören, weshalb ich hier zu einem Mainboard greifen würde mit einem passiven Chipsatzkühler. Da gibt es auf dem Markt leider im Moment nur eine Handvoll, wie beispielsweise das Asus Dark Hero oder auch das Gigabyte Aorus Extreme X570 Board. Beim RAM ist in dieser Konfiguration 64 GB G-Skill Trident Z-RGB mit 3200 MHz und an der Stelle frage ich mich, liebe Hightech for Gamers, warum verbaut ihr nicht den Trident Z Neo, der ja speziell für Ryzen CPUs optimiert ist und dann auch keine 3600 MHz, denn mit 3600 MHz RAM kann der Ryzen 9 5950X ja wirklich glänzen. Bei der SSD haben sie sich entschieden für die Samsung PM9A1 mit 1 TB
Terabyte. Das ist eine pfeilschnelle PCI Express NVMe SSD, die bis zu 7000 MB die Sekunde im Lesen und bis zu 5100 MB die Sekunde im Schreiben macht. Meiner Meinung nach definitiv die richtige Wahl für so einen Schnitt- und Streaming-PC, weil man da ja gegebenenfalls auch eine ganze Menge an Daten transferieren muss. Obendrauf gibt es dann aber noch eine 3 Terabyte HDD, so mehr oder weniger als Datengrab. Macht auch Sinn, denn wenn man viele Videodateien hat, dann hat man auch viel Speicher belegt. Die Grafikkarte ist die MSI GeForce RTX 3090 Gaming X Trio und ihr wisst, ich liebe dieses Gaming X Trio Design, also das ist absolut lecker. Ja, und wer hätte es gedacht, das ist ein Streamer, YouTuber, PC, also eine 3090 muss am Start sein. Macht aber auch durchaus Sinn, weil gerade diese Karte hat ihren Profit im Videoschnitt und in Rendering, weil sie einfach einen viel, viel größeren Videospeicher hat als alle anderen Karten mit 24 GB. Also das ist schon okay. Das Gehäuse bei der Konfiguration auf Hightech for Gamers ist ein Jonesbo Mod 3. Das ist so ein richtig heftiges Gehäuse. Das sieht einfach aus wie Transformers, aber auf dem Bild, was man bei Rezos Gaming PC erkennen kann, sieht das aus wie ein Lian-Li O11 Dynamic. Das zweite finde ich definitiv sinnvoller und besser. Gekühlt wird die CPU von der Enermax LIGMAX 3 ARGB 360. Eine sehr, sehr leckere AIO, die bei der CPU auch durchaus Sinn macht, denn der 5950X hat ja einiges an Abwärme. Und das Netzteil ist ein FSP Hydro G Pro mit 1000 Watt, was gewiss kein schlechtes Netzteil ist. Ich hätte aber trotzdem was Hochwertigeres genommen bei dem Rechner. Ich habe jetzt die Einzelteile des PCs mal zusammengerechnet und komme da bei Geizhals auf 4.814 €. Komplett fertig bei Hightech for Gamers kostet das Teil 5.999 €. Jetzt muss man natürlich noch bedenken, das Ding ist natürlich fertig zusammengebaut, ihr bekommt 24 Monate Gewährleistung und Windows 10. Aber Leute, 1.200 € mehr für einen fertigen Gaming-PC ist egal, was ihr bekommt. Meiner Meinung nach deutlich zu viel. Das ist auch so mit mein einziger Kritikpunkt, weil sonst ist das eigentlich ein ziemlich geiler, ziemlich fetter PC. Und ich hoffe, der Titel dieses Videos wurde auch weitgehend ironisch genommen. Und nehmen wir mal an, er hat das Jonesbo Case, wovon ich jetzt wirklich nicht ausgehe, dann ist das wahrscheinlich auch kein Case mit einem guten Airflow. Aber ich bin mir schon ziemlich sicher, dass er das Lian-Li O11 Dynamic hat. Aber Rezo, ich weiß, ich gehöre nicht zur YouTube High Society, ich weiß, aber wenn du das nächste Mal einen Rechner brauchst, kannst du mich jederzeit anschreiben und ich baue dir da ein richtig geiles Teil zusammen, das genau auf deine Bedürfnisse abgestimmt ist. Ricky Ten fragt, Daniel, wann beruhigt sich der Grafikkartenmarkt wieder? Und diese Frage kriege ich ständig von euch. Und Leute, ich habe keine Glaskugel, aber ich kann euch eine Sache sagen. Bis sich der Markt wieder beruhigt, wird es richtig viele Grafikkarten-Giveaways geben. Und diesen Monat habe ich was ganz Besonderes für euch, nämlich die AMD Radeon RX 6900 XT Liquid Cooled. Ja, AMD hat stickumheimlich eine Grafikkarte mit einer AIO rausgebracht. Das Teil werde ich euch auch nochmal dediziert in einem Video vorstellen, aber genau das könnt ihr gewinnen. Jetzt aber mal die Ohren spitzen, liebe Leute. Was mir wichtig ist, gerade wenn ich sowas Geiles verlose, dass das Teil an einen von meiner aktiven Community geht. Die aktiven RGBisten. Und dafür haben wir uns was einfallen lassen, denn ich streame ja jetzt schon seit geraumer Zeit auf Twitch. Und was ihr tun müsst, um quasi an dem Gewinnspiel dieser Grafikkarte teilzunehmen, ist ganz einfach. Mein Twitch-Livestream aktiv verfolgen. Egal, ob ihr in den Chat schreibt oder einfach nur reinlurkt, ihr müsst zuschauen. Denn während ihr zuschaut, erhaltet ihr Punkte. Diese Punkte wiederum könnt ihr in Tickets einlösen und die braucht ihr, um an dem Gewinnspiel teilzunehmen. Und je mehr Tickets ihr einlöst, desto höher ist am Ende des Tages auch die Gewinnchance. Diese Art von Giveaway werde ich auch monatlich machen und schauen, dass ich für euch richtig geile Sachen an Land ziehe. Und vor allem, bis sich der Grafikkartenmarkt beruhigt, versuche ich mal an ein paar Grafikkarten zu kommen, dass wir alle was davon haben. Und wenn ihr jetzt zu meinem Twitch-Account kommen wollt, schaut einfach mal in die Videobeschreibung, da ist er nämlich verlinkt. Mike Reibel fragt, kann man jeden Arbeitsspeicher auf jedes Mainboard packen, muss meinen alten für RGB umtauschen? Und ganz ehrlich, das ist definitiv eine sinnvolle Entscheidung. Und ich weiß, ich bin der Typ, von dem das Zitat kommt, RAM ist RAM, aber das ist nicht ganz so richtig. Denn du wirst keinen DDR3 Arbeitsspeicher auf ein DDR4 Mainboard packen können und DDR3 RGB-Arbeitsspeicher ist auch ziemlich rar. Da solltest du also aufpassen.
Ansonsten sollte das für dich aber gar kein Problem sein. Franz Fischer fragt, denkst du, es wird noch eine RTX 3050 rauskommen und in welcher Leistungsklasse sie liegen wird? Also ich denke in jedem Fall, dass Nvidia eine Karte rausbringen wird, die leistungstechnisch unter der RTX 3060 liegt. Denn geht man mal von der UVP aus, was im Moment nur in der Theorie möglich ist, dann kostet die RTX 3060 ja 329 Euro und das ist auch schon eine ganze Stange Geld für eine Grafikkarte. Ich bin mir aber nicht sicher, ob Nvidia eine RTX 3050 rausbringen wird oder vielleicht eher eine GTX 3050 oder GTX 3050 Ti. Denn genau so hat Nvidia das ja auch in der letzten Generation gemacht mit der GTX 1660, 1660 Super und 1660 Ti. Da hat Nvidia also RTX von GTX ganz klar getrennt, um zu sagen, gut, in der Midrange-Klasse gibt es auch unser Feature Raytracing und DLSS, darunter allerdings nicht und das ergibt auch Sinn. Denn sind wir mal ehrlich, wenn wir weniger Raytracing-Leistung haben als bei einer RTX 3060, macht Raytracing dann überhaupt noch Sinn? Marvin fragt, hey Kreativecke, ich liebäugel derzeit mit deinem Dubaro-Angebot Kreativecke 3200. Meine Frage, was würdest du kurz- oder langfristig aufrüsten? Bevor ich es vergesse, vielen lieben Dank für deine Videos. Ergebistische Grüße, Marvin. Und Leute, ihr hört es. Es ist mal wieder Zeit für meine Freitagsangebote auf Dubaro, von denen der Marvin schon eines aufgegriffen hat, und zwar den Kreativecke 3200. Marvin, ich kann dir sagen, bei diesem PC würde ich kurz- oder langfristig erstmal gar nichts aufrüsten, weil der so geil und so krass ist, dass du das eigentlich gar nicht brauchst. Wer allerdings sagt, ich kann keine 3200 Euro aufbringen, der kann sich auch gerne mal meine anderen Angebote anschauen, wie beispielsweise den Kreativecke 1000, den Kreativecke 1300, den 1600er oder auch den 1900er. Das sind alles Konfigurationen, die von mir für euch zusammengestellt wurden, die momentan in der aktuellen Grafikkartenkrise zumindest noch ein ganz gutes Preis-Leistungs-Verhältnis haben und die kommen dann fertig zu euch nach Hause geliefert. Ihr könnt also direkt mit dem Zocken anfangen. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Ihr wisst, was zu tun ist. Stellt mir Fragen, bombardiert mich mit Fragen für die nächste Folge Kreative Fragen. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen in nördlicher Richtung. Schaut auch gerne bei meinen letzten Videos vorbei. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich bin raus. Ciao.